Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tache Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich bin gerade jetzt mal wieder allein unterwegs. Hab zuletzt den Johannes rausgeschmissen während der Fahrt. Das war ja dieser blinde Computerspieler, der ein bisschen erzählt hat, wie das so ist und so. Und bevor ich zum nächsten Gast komme, den ich haben werde, bin ich jetzt gerade mal ja wieder als Lonesome Cowboy unterwegs. Und ich brauche ein neues Namensschild natürlich für den nächsten Gast. Und weil die Tour noch lange nicht abgeschlossen ist, müssen wir mal gerade gucken, wo ich eine Werkstatt finde. Da wäre eine gewesen hier. Da sind wir gerade schon dran vorbei. Was ist denn das nächste stille Örtchen, wo wir rausfahren können? Köln. Köln passt eigentlich ganz gut. Jetzt warte mal, wie lange habe ich noch Zeit überhaupt? Schauen wir mal auf unserem Navi. Ich habe noch 40 Stunden Zeit. Und der ETA ist 17 Stunden. Das heißt, ich müsste noch locker Luft haben, um in Köln rauszufahren, das lustige LKWchen hier zu reparieren und ein neues Namensschild zu basteln. Für die Beifahrerseite. Genau, das machen wir. Und Köln passt auch eigentlich recht gut, muss ich sagen. Zu Köln, tja. Köln ist bekannt unter anderem für eine, wie soll ich sagen, für eine, ja, wie formulierst du es am besten? Köln ist bekannt für seine Offenheit in einem gewissen Punkt, der gut, die gut zu meinem nächsten Gast passt. So, ja. So ungefähr. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ja, sehr langweilig. Wir wollen das spannend halten. Also, der nächste Gast, das wird kein Let's Player sein oder ein YouTuber. Ich weiß nicht, vielleicht macht er auch Let's Plays, aber er ist kein größerer Let's Player oder YouTuber, sondern ist aus einem anderen Grund dann mit an Bord. Zu einem speziellen Thema, das, ja, wie soll man sagen, da geht es ein bisschen um die Gesellschaft, um Vorurteile und solche Geschichten. Ja, so, mehr sage ich jetzt nicht. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich irgendwie heil in Köln ankomme. Was auch noch ist, ihr seht rechts auf meinem lustigen Navi ganz oben rechts, dass ich 1,2 Millionen Euro habe. Das ist ein bisschen viel. Es wurde auch schon mehrfach beantragt von den Leuten, dass ich mir mal wieder einen neuen Truck kaufen soll. Das stimmt, das werde ich tun. Ich habe auch gerade noch... Was? Unfall? Wo denn? Hallo? Naja, 150 Euro. Geschenkt! Ich habe auch noch zwei neue Lackierungen, also zwei Mods habe ich noch installiert. Die werde ich mir mal angucken, ob die was für mich sind. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mir kaufen soll für ein LKW. Das werden wir mal komplett durchschauen, wenn wir in Köln sind, würde ich sagen. Da gucke ich mal, ob ich online mir ein neues Gefährt kaufen kann, weil hinfahren kann ich ja nicht zum Händler, weil ich ja jetzt noch mitten in dem Auftrag drin bin. Ne, ist klar. Ja, und so jetzt bei Tag, das habe ich ja schon mal erwähnt, ich habe hier das neue Interieur, das weiß-blaue. Ich finde halt, das passt gut zu meinem Truck, ja. Der ist ja auch weiß-blau, auch wenn man das hier nicht sieht, weil da der Auflieger im Weg ist. Ja. Nee, das sieht man gerade nicht so gut. Oh, schöne Brücke, schöne Brücke. So, wie weit ist nach Köln noch? Das ist doch dann da vorne. Ah ja, alles klar. Da kann ich nicht rüber hier. Das geht unten durch. Da, aber da vorne. Das hier ist dann der Dingensbummens. Genau. Da können wir dann auch gleich noch eine Runde schlafen, würde ich sagen. Ich stehe eh dort irgendwie 5 Stunden bis zur nächsten Pause, habe ich gesehen, glaube ich. Nur noch 4 Stunden. Mal gucken, mal, ob wir dann da vielleicht direkt pennen. Wenn das zeitlich gut aufgeht. Boah, die Polizei, habt ihr gesehen, ey? Die Schweinepriester, rechts überholt hier. Na gut, eigentlich hätten sie mich... eigentlich fällt mir gerade auf, hätten die mich rausziehen müssen, so wie ich links fahre. Komm, wir fahren mal wenigstens in der Mitte, ja. Warum fahre ich da immer so links oder in der Mitte und nicht rechts? Wegen der scheiß Ausfahrten. Habe ich schon oft erwähnt. Die sind so unrealistisch. Die rechte Spur ist also quasi dann immer die automatisch die... die Ausfahrspur. Und das ist irgendwie im wirklichen Leben nur ganz selten der Fall. Könnt ihr gleich nochmal sehen. Ich glaube, jetzt kann ich rechts rüber, weil ich muss ja dann auch runter. Von der Autobahn muss ich runter. Und dann kaufen wir uns einen neuen LKW hier. Machen wir mal so eine
Zwischenfolge mit LKW kaufen und so, ne? Ich glaube, bei Renault gibt es, glaube ich, auch noch eine nette Lackierung, so eine Truck Racing Lackierung, glaube ich, habe ich irgendwie mal gesehen. Ich glaube, das werde ich mal näher anschauen. So, jetzt da, pass auf, hier, Köln, ne? Da ist automatisch die rechte Spur die Abfahrtsspur. Das ist in dem Fall ja ganz gut, aber wenn man nicht drauf gefasst ist, ist das scheiße. So, wo ist denn eigentlich Köln? Müsste jetzt links oder rechts? Das müsste hier stehen, ne? Genau, ich muss nach links. Kommt was? Nö. Haben wir im Griff. So, dann müssen wir nur noch die Werkstatt finden. Oh, ich habe hier Vorfall 8. Warum? Egal. Scheiße, warte mal. Okay, ich muss da vorne. Die nächste muss ich links abbiegen nach Köln, weil ich will ja nicht nach Düsseldorf. Düsseldorf! Ha! Was will ich denn in Düsseldorf? In Köln ist die Gamescom. Demnächst hier im August, ne? Werde ich auf jeden Fall auch dort sein. 2 Tage, denke ich mal. Da machen wir mal ein lustiges Abonnententreffen, oder? Oder 2. Ich glaube, warte mal, lass mich überlegen. Mittwochs fängt es an. Da bin ich aber noch nicht dort. Da habe ich noch keine Zeit. Ich glaube, am Donnerstag bin ich dort, oder? Oder Freitag und Samstag, glaube ich. Ach, ich habe es vergessen. Werde ich noch näher bekannt geben. Ich glaube, Freitag und Samstag. So, fahrt mal zu hier. Los! Oh, jetzt hat es einen Unfall gegeben. Da muss ich wohl gepflegt außen rumfahren, weil die es wieder nicht gebacken kriegen, die Idioten. Und ich muss hier ja nach links. Oh, jetzt drängt das sich wieder rein hier, der Arsch. Du Spritzer, du! Mieser Spritzer. Oh, knapp. Knapp an der Leitplanke vorbei. Habt ihr das gesehen? So, wir nähern uns jetzt hier der Werkstatt, hoffe ich mal. Brumm, brumm, brumm. Kann ja wohl nicht mehr weit sein. Und so viel Zeit verlieren wir da ja gar nicht. Das trifft sich gut. So, Gölle. War ich hier schon mal in Köln mit dem Truck Simulator 2? Ich glaube nicht. Ja, genau. Erster Aufenthalt in Köln. Oh Mann, ich bin ein bisschen schnell unterwegs, ne? Fällt mir gerade auf. So, da vorne muss dann irgendwo... Das ist eine Arbeitsagentur, das juckt mich gerade gar nicht. Da vorne ist eine rote Ampel, das juckt mich schon eher. Ah, rechts, ja. Alles klar. Also das da vorne, das sieht schon aus wie Köln, muss man sagen. So mit den Brücken und so. Mal gerade gucken hier. Ist ja der Rhein, ne? Kann man den Dom sehen? Da hinten. Da muss ich doch gerade... Warte, Walter, machen wir noch kurz einen Abstecher. Ich will mal schauen, ob man den Dom gut sehen kann. Und an alle jüngeren Zuschauer, ich meine damit nicht The Dome, ja, nicht die Musiksendung. Ich meine damit den Dom. Die große, dicke Kirche. Uah, stopp. Ich habe doch da hinten was gesehen. Scheiße, ist rot, ne? Ja, wir müssen jetzt da vorne auch wenden. Warte mal, machen wir anders. Mal gucken. Da hinten, das könnte sein, da hinten. Da spitzt da hinter den Dingern davor. Habt ihr das gesehen? Ja, da. Das ist er wohl. Ich weiß bloß nicht, ob ich hier links abbiegen kann. Und weiter dahin fahren, das glaube ich geht nicht. Ich muss jetzt hier wenden. Vorausgesetzt, die lassen mich jetzt dann da auch, weil die Arschgeigen da hier meine rechte Spur blockieren. Ich muss ein bisschen ausholen. Bleib stehen! Ja. Okay, man sieht den Dom so nicht ganz genau, weil da diese scheiß Bäume im Weg sind. Das ist ein bisschen traurig gerade, aber naja. Egal. Uah! Du Arschloch! Du Arschloch 2! Mann! Die fahren hier wieder wie die Blöden hier. Der Einzige, der normal und gut und toll fährt, bin ich. So. Da vorne müssen wir jetzt links abbiegen. Da ist nämlich die Werkstatt hier. Da müssen wir mal drauf hier. Zack. Jawohl. Sind wir gut? Liegen wir gut? Ist wunderbar. Das machen wir. Da halten wir jetzt mal an, so schön. Lustig. Bam. So. Ja, erst einmal werden wir ihn warten, das heißt reparieren. So. Dann, was wollte ich dann machen? Genau, ich wollte euch mal was zeigen. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt hier neu, diese Hollywood-Lackierung. Das ist eine Mod. Ich werde die unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ich es vergesse, mal wieder,
dann schreibt mir kurz in die Kommentare, dann werde ich das sofort nachholen. Genau, Johannes war da noch dabei. Das geht natürlich gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal ein neues Schild holen. Da. Der nächste Gast wird sein. Oh, cool. Das kann man ja direkt so übernehmen fast. Bam, 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 bam. Der Jan, genau. So, bestellen. Dann wollte ich euch zeigen. Also für mich ist die nix, weil ich behalte durch meine Talkjug-Lackierung. Aber das hier ist zum Beispiel die Hollywood-Lackierung. Fand ich ganz interessant. Fahren wir mal, pass auf, folgendes. Fahren wir da mal hinten rum, da hinten, da. Indiana Jones und so. Ja, das ist doch ganz cool. Auch hier. Da hinten auf den Radkästen. Was habe ich noch gesehen? Genau, Paul. Paul, ein Alien auf der Flucht. Kennt ihr den Film? Der ist ganz witzig. Der ist mit den Typen aus, wie heißen die beiden nochmal? Shaun of the Dead und Hot Futs. Hot Futs. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, das ist der Truck mit der Hollywood-Lackierung. Aber das machen wir natürlich nicht. Das machen wir rückgängig. Natürlich machen wir das rückgängig. Wir haben ja einen richtigen. So, und jetzt ist folgendes. Ich würde mir eigentlich ganz gerne jetzt noch einen neuen Truck kaufen. Ich weiß bloß nicht welchen. So. Jetzt kann ich aber nicht. Warte mal, oder soll ich jetzt erstmal schlafen? Wie lange ist noch? 3 Stunden. Ja. Zum LKW-Händler. Da kann ich natürlich jetzt nur online gehen, ist klar. Ne? Ich weiß nicht, ob ich einen neuen Scania. Ich werde jetzt erstmal ganz von oben anfangen. Und zwar. Schauen wir mal, wie die DAFs ausgucken hier, die DAFs. Ob ich die cool finde. Naja. Die sind sehr quadratisch, ne? Ja, ist okay. Gucken wir mal hier. Iveco. Da fällt mir ein, warte mal, ich muss mal genau gucken, was die für Lackierungen auch haben. Und für andere Dingsbums, andere Fahrerhäuser, das muss man sich noch mal genau angucken. Wir nehmen einfach erstmal, warte mal, 154.000, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den teuersten. Und den können wir dann noch mit der Ausführung ändern. Dann schauen wir mal, was die hier so haben. Zunächst mal an Lackierungen. Das ist alles Standardgedöns, okay. Aber, ach, das teuerste Fahrerhaus, also der sieht schon echt kastenmäßig aus. Ich weiß nicht, ob mir der gefällt. Naja, gut, okay. Rückgängig machen bitte, ja. Ich schaue mir jetzt noch die anderen an hier. Und zwar den Iveco. Vielleicht gefällt mir der ja besser. Was haben wir denn da Schönes? Auch das teuerste Gerät natürlich. 206.000, der ist noch teurer. So, schauen wir mal, was der hier anzubieten hat. Erstmal an Farben. Das ist alles Standard. Und da ist auch schon das teuerste Dingsbums ausgesucht. Naja. Also so finde ich die, also den hier jetzt finde ich total hässlich, ja. Aber mit dem Fahrerhaus, Space Super, sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Aber auch nicht so der Brüller. Ich bin halt doch irgendwie ein scheiß Scania-Fan geworden mittlerweile. MAN habe ich schon einen, das wäre eigentlich blödsinnig, sich da noch einen zu kaufen. Wir schauen trotzdem mal kurz. Was haben wir denn da Schönes da? Ich glaube, den habe ich mir auch gerade gekauft gehabt. 173, oh, der ist noch teurer hier, der hier. Schauen wir mal den an. Ausführung ändern. MAN. Auch Standardgedöne. Da gibt es dann noch hier das Fahrerhaus, das sich irgendwie gar nicht unterscheidet, außer durch die Farbe oder was? Ja, der MAN war schon der zweitliebste. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum ich mir den gekauft habe. Den finde ich schon ganz okay. Aber da haben wir ja schon einen. So, Mercedes-Benz. Da wird es jetzt schon mal interessanter. Da habe ich eine ganz kitschige Lackierung, eine Mod gefunden. Den werde ich euch jetzt mal zeigen. Möchte ich auch unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse. 204.000, das ist meine Hausnummer. So, und Ausführung ändern und dann passt mir auf hier. Da habe ich Folgendes gefunden. Also, ist das kitschig oder ist das kitschig hier? Da läuft man ja auch gleich wieder Gefahr, sofort in eine Ecke gestellt zu werden, weil in Deutschland ist das mit dem Nationalbewusstsein ja nicht so gern gesehen, ja? Also, wenn du da irgendwie eine Deutschlandfahne raushängst, dann bitte nur zur WM, ne? Weil sonst, weißt du, ne? Da stehst du auf der Liste, ne? Ist klar. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit dem hier, aber das hier finde ich auch, das sieht auch scheiße aus hier. Also, das sieht so, ja, verzerrt aus halt, ne?
Naja, also gut. Wer unbedingt sowas braucht, ich brauch's nicht. Ich dachte, das wäre ganz witzig, aber das sieht echt scheiße aus, mit Verlaub. So, finde ich jedenfalls. So, Renault wird interessant. Jetzt schauen wir erstmal den Volvo an, weil ich tendiere ein bisschen zum Renault. Ich kann auch dann gleich zeigen, warum. Wir machen die Folge heute einfach ein bisschen länger. Das ziehen wir jetzt durch, oder? Nee, wir machen es weiter in der nächsten Folge. Da bin ich jetzt mal ganz fies, ja. Wenn es euch gefallen hat, die Episode, dann lasst mir ein Like da. Und in der nächsten kaufe ich mir dann einen neuen Truck. Und welchen, das werdet ihr dann erleben. Dann sehen wir uns morgen. Natürlich, morgen schon wieder. Mit meinem Truck-Kauf oder vielleicht sogar zwei. Und vielleicht kaufe ich mir auch noch eine Garage. Mal gucken. Muss ja, glaube ich, irgendwann mal eine neue Garage kaufen. Ciao, ciao!